Wunderschön. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Space Engineers. Richtig. Im Multiplayer wieder mit dabei der Mike. Jo, hallo. Ja, der Kalle wird in dieser Session wieder nicht dabei sein, weil er arbeiten muss. Arme Spätschichtler, ja. Ja, so ist das eben. So, wir hatten beim letzten Mal hier unser Häuschen. Ja, ich nenne es mal so Häuschen, also den Druckraum fertig gemacht. Und wir warten darauf, dass die Nanitenfabrik das Ding nun fertigstellt. Und ich sehe gerade hier was, das gefällt mir gar nicht. Wieso? Kalle hatte ja hier ein Schiff hier mit dem Projektor so weiterhin gemacht, angefangen und so wie das aussieht, hat der Projektor abgebrochen. Den Projektor kannst du doch einfach wieder einschalten. Das ist normal, wenn du einen Server stoppst. Aber sowas von unfair. Das ist normal, wenn du den Server stoppst, hört der Projektor auf und den musst du dann im Grunde einmal wieder reaktivieren. Ach ja. Ja, ist leider so. So, was mich irritiert ist, ich sehe, dass die Nanitenfabrik was macht, ich sehe aber keine Naniten. Warte mal, an ist der Projektor. Bloß ich habe also einen Bauplan nicht, wie soll ich den reaktivieren? Dann kann es nur er machen. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen gemein. Da hätte er dir den Bauplan geben müssen. Ja. So, die Nanitenfabrik hat kein Inventar. Also nichts drin. Das heißt, da ist irgendwas ausgegangen. So, bist du, was wir machen? Dann tut es mir jetzt leid für das Ding, liebe Nanitenfabrik. Dann würde ich mal sagen, weil das Ding, das stört mich jetzt aber tierisch. Muss ich mal dazu sagen, das stört mich jetzt. Hä? Was? Wie? Wo? Ja, aber er hat das da so blöd dahin gebabbelt. Deconstruct bitte so. Tja, Kalle. Zum Glück ist es ja ein Blueprint von dir, den kannst du ja dann nochmal anfangen. Da brauchen wir Stahlplatte, Herstellungskomponenten, dann nehmen wir Dinge erstmal auseinander. Weil ich wollte einfach sicher was mit der Base machen und ja. Das ist jetzt nicht gut, nicht gut, dass das Ding da jetzt so gemein steht. Er soll natürlich die Assembler benutzen. Ach, ich brauche noch. Hallo Schiffchen, ich muss mal eben an dich ran. So. Und dann nehmen wir uns auch mit. Huch. Huch. Ja, mal andere merkwürdige Geschichte hier. So. Dadum. Was fehlt denn jetzt? Also Ärzte sind keine. Ah, ich höre was. Sie baut weiter. Ja, ich hatte vergessen, der Nanitenfabrik zu sagen, dass sie selber ihre Teile, die sie braucht, produzieren darf. Und ihr dann auf dem Assembler zuweisen. Das hatte ich vergessen. Und dementsprechend hat sie nichts mehr gehabt und hat nicht mehr weitergemacht. Jetzt macht sie aber wieder weiter. Da kannst du mal sehen, was alles so passiert, wenn man es richtig macht. Ja! So, du meine kleine Nanitenfabrik, dann darfst du das gleich mal einsammeln, das ganze Ding da. Tut mir zwar leid, aber naja. Aber das ist irgendwo hier so richtig schön mittig im Weg. Tut dir leid, aber nicht weh, oder wie war das? So, aber die Frage ist trotzdem, was hat das Ding und was fehlt?
Uran 512. Ich denke mal, das reicht ein bisschen. Gold 6 Tonnen. Eisen 5 Tonnen, Kobalt 1,3 Tonnen, Silizium 5,4 Tonnen, Silber 6,4 Tonnen. Ich glaube, Rohstoffe habe ich im Augenblick noch genug. Tja. Dann möchte ich für dieses Bohrschiff, was ich bauen will, möchte ich eine separate, etwas größere Plattform bauen. Weil wenn das Ding richtig schwer ist, dann könnte es sein, dass ich dann auch mal so ein bisschen angeschlittert komme. So, wir haben hier. Ach so, ich muss ja erstmal meine Werkzeuge hier wieder aus der Box nehmen. Das, das und das. Und die Flaschen. Und das weg. So, jetzt nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, das Ding ist jetzt 7 mal 7. Dann mache ich das neue 10 mal 10. Stahlplatten. Eigentlich logisch. So, gut. Dann kommt hier ein Ding hin, was Rahmen ist. So, dann kommt dieser gelbe Rahmen. Das ist Rahmen. Das ist gelber Rahmen. So, dann wollen wir mal gucken.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Das ist dann wieder der Rahmen hier. Das hier ist der gelbe Rahmen. Und das ist der äußere, der graue Rahmen. Jetzt stelle ich aber gerade fest, das ist eine gerade Zahl, die 10. Und gerade Zahlen taugen für sowas nun gar nichts. Wenn du irgendwas vermitteln willst, ne, dann musst du schon mal ungerade bleiben. Richtig. Also müssen wir da nochmal einen Rand rumziehen. Macht aber auch nichts. Gut. Das heißt 2, 4, 6. 5 auf der Seite, 5 auf der Seite. Genau. Das habe ich befürchtet, dass ich da den falschen Block hingesetzt habe. Doch. Nein, das war ja richtig. Ich habe die falschen weggenommen. So. Förderband, so, das muss da wieder zwischen.
4, 5. Und der sechste ist dann der Verbinder. Und klappt alles? Ja, was heißt, klappt alles, ne? Also mal gucken, dass ich das Ding jetzt erstmal hier aus dem Weg habe. Ich streite mich gerade mit den Naniten rum. Ach so. Bist anderer Meinung als die, ja? Die sind mir nicht schnell genug. Ach so. Nee, schnell sind die wirklich nicht. Das ist wohl wahr. Das ist ein Vorteil, den die haben. Die haben kein Platzproblem, so wie ich. Ja, die kommen eben auch an die Stellen ran, wo du nicht reinkommst, genau. Die können aber auch ein bisschen mehr vertragen vom Inventar her. Ja. Wie ist das? Ja, die nehmen immer das Inventar im Grunde mit, was sie für einen Block brauchen. Ja, die haben Zugriff auf den Container, das heißt, sie können sich den Bauch vollschlagen. Jetzt muss ich doch direkt mal Licht anmachen hier. Wirklich nicht mehr viel. Oh. Ich glaube, denen ist das Eisen ausgegangen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das Signal explodiert gleich. Da brauche ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Gut, dann gehen wir mal eine Runde bohren. Los, Naniten arbeitet. Ja, wie gesagt, immer für genug Nachschub sorgen, dann arbeiten die auch. Im Gegenteil, die soll er eben hier abreißen. Das heißt, ich brauche nicht für Nachschub sorgen. Ach so. Ja, ich. Hast du das Upgrade, also dieses Upgrade gebaut? Dran. Ist dran. Für Deconstruct. Ist dran. Und für Speed. Alles dran, wird sich gehört. Gut. Kalle ist halt noch mal, aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, Blueprint ist ja keine Arbeit. Projekt dahin pflastern und alles. Achso, Moment, kommt das mir gar nicht hin. Das ist das Problem. Inventory full. Okay.
Gut, 10 Tonnen Eisen. Herstellungskomponenten brauchen wir reichlich. Ein paar Motoren brauchen wir auch. Kleine Stahlrohre brauchen wir. Bau auf, fress nieder, immer wieder. Interne Panzerung brauchen wir auch reichlich.
Also, was in erster Linie fehlt, ist das kleine Stahlrohr. Sehr schön. Energy low. So, Aber. aber ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.